Ich heiße herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64. Bevor wir hier gleich wieder loslegen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass für mich ungefähr 5 Monate vergangen sind, seitdem ich das Spiel zum letzten Mal gespielt habe. Bedeutet, falls ich hier irgendwas vergessen habe, mich an gewisse Sachen wieder gewöhnen muss oder vielleicht Sachen erneut erzähle, bitte entschuldigt dies. So, wir hatten beim letzten Mal hier Halt gemacht. Lass mich kurz mal herausfinden, was wir jetzt hier bisher gemacht haben. 4 Stück. Wir haben auch schon 100 Münzen gesammelt. Das ist nicht schlecht. Jetzt geht's hier. Fliege zu den Steinsäulen. So, Fliegen ist natürlich eine interessante Aussage. Wir wissen, wir haben da hinten diese Piekser. Vielleicht sollen das die Steinsäulen sein. So ganz klar bin ich mir da diesbezüglich noch nicht. Also finden wir das mal ganz kurz gemeinsam raus. Wir haben hier, glaube ich, die Möglichkeit hochzukommen. Wenn ich denn das mit dem Zielen hinkriegen würde. No. Jetzt vielleicht? Ja, okay. Also bei den Bäumen sieht es bei Weitem offensichtlicher aus, dass man da hochkommt. Hier auf den ersten Blick zumindest nicht. So, erzähl mir mal vom Pferd. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. So, Kanone. Habe ich jetzt leider schon wieder vergessen, wo die ist. Ich dachte, die wäre erst da hinten. Ach, da oben auf der Plattform. Ich dachte, sie wäre irgendwo am Strand. Und das stimmt auch zum, upsie, zum gewissen Grad. Aber nicht ganz so. So. Und mit dieser Kanone, boah, sollen wir dann da hoch uns schießen? Weil ich erinnere mich auch noch so ein kleines bisschen daran, dass wir an diesen Säulen nicht wirklich hochklettern konnten. Ich sehe auch jetzt aktuell noch nicht so wirklich einen Stern oder ähnliches, wo man sagt, oh ja, das könnte es sein, da muss ich in der Richtung hin. Also, ich schieße mal ein bisschen höher als... das sah aus, als hätte er sich festgehalten. Ich habe den Stick dabei bewegt. Einerseits würde man sagen, okay, ein Stick bewegen sollte ja nicht das größte Problem sein, aber lass mich mal ganz kurz nochmal einmal sicherheitshalber das erneut versuchen. Wir haben ja ungefähr die Richtung gehabt. Aber lass mich dann mal kurz nichts drücken, weil ich dachte, oh, vielleicht kann ich da noch so ein bisschen korrigieren oder ähnliches. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das wirklich so schlimm war, aber trotzdem, sicher, sicher. Okay, der war zu niedrig. One more time. Und dann werden wir uns nochmal so ein bisschen hier umgucken, falls da nämlich wirklich nichts ist, denn zumindest auf den ersten Blick habe ich da jetzt auch keinen Stern wahrnehmen können. Ich muss nur so ein bisschen höher nochmal zielen. So vielleicht. Am ersten Mal sah es richtig gut aus. Und seitdem nicht mehr. Ja, lass uns mal da hochgehen. Und mal so ein bisschen realisieren, was tatsächlich hier meine Aufgabe sein soll. Mario, Mario. Ich drücke die ganze Zeit weg von der Mauer und er klebt mit der Nase da dran. So. Ich gehe mal von aus, wir sollen dorthin. Also behaupte ich auch mal, dass das theoretisch schon richtig war. Ich muss nur herausfinden, wie wir daran kleben bleiben. Also. Dann geht es erneut dorthin. Oho. Die Frage ist, ob es hier eine Logik gibt, dass man sagt, oh, man soll gar nicht den mittleren anvisieren. Probieren wir mal ganz bewusst den hier. Das sah schon mal besser aus. So wichtig ist... Ah, ich sehe gar nichts, aber... Na gut. Das war doch erstmal realisiert, dass es funktioniert. Machbar. 27. Lauf durch den Strudel. Ich bräuchte vielleicht da ein bisschen mehr Erklärung, was das genau bedeutet. Also ich gehe mal davon aus, dass es unter Wasser ist. Das hier irgendwas? Ich weiß, wir haben die unterschiedlichsten... Okay, in dem Fall ist es nur Geld. Die bringen die unterschiedlichsten Fähigkeiten mit sich. So, dann gucken wir doch mal ganz kurz. Mal ein bisschen weiter, dass ich auch unter Wasser was sehen darf. Okay, dankeschön. So,
Ist das hier irgendwo weiter unten angesiedelt? Okay. Wir haben da den Stern und wir haben auch dort den Strudel. Wir werden mal einmal kurz auftauchen und dann werden wir überlegen, wie wir da reinkommen. Wir wissen... Na, lass mich mal ganz kurz nochmal genauer herausfinden, wo das war. Gibt es irgendwo einen Panzer, den ich mir einsammeln kann? Ich meine, das ist ein von diesen Dingern hier versteckt. Vielleicht kann ich mit denen mich da hinschießen. Genau, der zum Beispiel. Er muss ihn nur auch einsammeln. Er ist schön an der Muschel hängen geblieben. Und am besten will ich das natürlich schon so machen, dass wir nicht ihn einsammeln. Dass ich dann auch da sofort hinzischen kann und nicht erst mich nochmal drehen muss. What? Okay, also das ist interessant zu beobachten, denn das gelingt ihm so überhaupt nicht daran zu kommen. Da hat man wirklich das Gefühl, dass das so eine richtig merkwürdige Hitbox sei. Dass es sehr einfach ist, an dem falschen Ding hängen zu bleiben, beziehungsweise das Richtige zu übersehen. Also vielleicht muss ich da mit einem besseren Winkel irgendwie ran. Nope. Also man sieht, da ist wirklich irgendwas, was mich da seitlich wegdrückt. Also probiere ich das mal frontal anzusteuern. Nope. Irgendwas mache ich falsch. Kann ich unter Wasser... Okay, ich habe eine Greifentaste. Das ist auch gleichzeitig logischerweise die Schlagentaste. Also das ist vermutlich etwas, das ich einfach wieder vergessen hatte. Obwohl man es mir nicht übel nehmen kann, denke ich, weil es einfach nur mal Gegenstände gibt, die man nicht greifen muss, um sie zu bekommen. So, und jetzt gucken wir mal, ob das es tut. Ich habe den einfach verloren gehabt. Okay, ich habe noch nicht raus, wie ich das bekomme. Und vor allem bin ich kurz davor zu sterben. Das muss ja nicht sein. Wie wird das tatsächlich funktionieren? Also ich hatte das Gefühl, dass das schon durchaus richtig ist. Die große Frage ist, kann ich was machen, wenn ich die Sache habe, um das zu beschleunigen? Dass man sagt, oh, du kannst auch selber noch paddeln oder ähnliches, um das zu beschleunigen. Ich krieg das Ding nicht wieder? Deswegen ist zum Beispiel auch wichtig, ich habe die theoretisch Stampfattacke, aber die kann ich nicht im Wasser einsetzen. Habe ich wirklich nur einen Versuch dafür? Deswegen, so würde es funktionieren, aber nicht im Wasser. Ist da wirklich keine Stelle, wo man nochmal an einen rankommt? Das überrascht mich so ein kleines bisschen. Denn ich gehe mal eisenhart davon aus, ich brauchte gar nicht versuchen, erst hinzuschwimmen. Lass mich mal ganz kurz die anderen beiden Muscheln, die hier unten noch sind, checken. Hallo. Okay, du hast auch nur eine rote Münze. Und was hattest du? Die habe ich nämlich überhaupt nicht bisher wahrgenommen. Nur eine rote Münze. Ha. Ich war einfach mal so clever und habe nachgeguckt, ob dieser Cooper Shell irgendwie respawnen kann, was schlichtweg scheinbar nicht der Fall zu sein scheint. Dementsprechend, lass uns mal die Deppen-Variante versuchen. Und zwar, wir versuchen einfach mal da reinzuschwimmen. Ich gehe mir nicht davon aus, dass es funktioniert, aber bevor es dann auf einmal heißt, oh, das ist eigentlich die Variante, die man hätte machen sollen, will ich es wenigstens ein- oder zweimal versuchen. So, die große Frage ist, ist es hier cleverer, langsam zu drücken, einen gewissen Rhythmus, oder... Die Taste... Oh, Kamera! What the? Oder das zu hämmern. Na, das Doofe ist dadurch, dass ich natürlich hier konstant an Luft verliere. Kann ich das auch nicht unendlich lang versuchen. Also, ich würde mal sagen, ich probiere das vielleicht nochmal so ein zweites oder drittes Mal. Und dann müssen wir uns vielleicht mal in dem Level umgucken, was wir hier vielleicht für Optionen noch haben. Deswegen, das Problem ist... Ich werde hier so ein bisschen weggedrückt. Obwohl man so ein bisschen das Gefühl bekommt, als würde das vielleicht sogar tatsächlich funktionieren.
So, meine Überlegung ist, wir haben definitiv so ein paar Kisten noch am Startbereich. Lass mal dann gucken, wenn das hier nicht funktioniert hat, was sich dahinter nochmal genau verbirgt. Das sah ganz gut aus. Okay, das muss ich noch mal probieren. Das Problem ist definitiv, dass die Kamera irgendwann sich anfängt, extremst zu drehen. Das ist definitiv nicht ideal, aber es sah kurzzeitig danach aus, als wäre da was drin. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt noch mal gemeinsam ein viertes Mal. Wenn das nicht klappt, lass mich mal offscreen das mal probieren. Denn das wirkte schon fast zu. Ich habe das Gefühl. Yes, Baby! Es ist also möglich. Also, frag mich nicht, was die andere Variante hätte sein sollen. Oder die richtige. Oder das war die richtige. I don't know. Oh, wir sind durch. Nice. Lass mich einmal kurz hier reingehen und wieder raus. So, wir haben die beiden Ecken gemacht gehabt, meines Erachtens. Whoopi-doopi. Wir haben das da oben, hatten wir die, ich glaube, die hatten wir ebenfalls, genau. Da hatten wir die Schneelandschaft. So, jetzt haben wir hier zwei Ecken. Die führen nach unten. Bevor wir das machen. Wahrscheinlichkeitshalber. Wir haben da oben Bereiche. Das sind die Bereiche, wo es ein bisschen ernsthafter wird. Okay, hier haben wir nochmal einen, der nur einen Stern von uns verlangt. Erzählen wir mal, was dahinter ist. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Oh, richtig. Hier haben wir erstmal ein Schild. Hilfe, Mario, mein Schloss befindet sich in großer Gefahr. Ich weiß, dass der widerliche Bowser seine Hände im Spiel hat. Er hat alle Türen des Schlosses versiegelt. Nur die magische Kraft der Powersterne kann dieses Siegel brechen. Aber es gibt einige Geheimwege im Inneren, die Bowser nicht entdeckt hat. Einer davon befindet sich in diesem Raum. Suche den Eingang und finde den Powerstern, der sich dahinter verbirgt. Hilf uns! Du bist unsere einzige Hoffnung. Fast alle Powersterne kannst du in den Wandgemälden finden, manche jedoch an geheimen Orten. Sammle so viele Sterne wie möglich, um Bowsers Plan zu vereiteln. Wir zählen auf dich. Viel Glück! Our only hope. Ja, okay, also einer von denen hier. Da kommt man rein, aber wie immer. So richtig gemerkt hatte man sich das dann noch nicht. Okay, wie immer, das ist der letzte. Ah, wir haben hier eine Rennplattform mal wieder. Oder Rutschpartie, müssen wir uns eher nennen. Ja. So, lass mich mal ganz kurz vorher gucken. Okay. Heißt es, dass ich mit dieser Plattform oder in dieser Strecke auch tatsächlich 100 Münzen sammeln könnte? Weil dann würde ich natürlich eher langsam machen. Ja, ignoriere den. Oh, wir haben schon relativ viele. Hoffentlich gibt es mehr als 100, die man hier kriegen kann. Dass mir keiner ist. Wir haben zwei gefehlt. Oder zwei habe ich in der Plattform jetzt nicht selber eingesammelt. Hier ist der Stern. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass man hier vielleicht einen extra Stern bekommt. Wenn man vielleicht schneller ist. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, als würde ich einen bekommen, nur weil ich die 100 gesammelt habe. Denn 80 sind das, was ich gesehen habe. Also vielleicht kann man irgendwo noch runterplumpsen, um eine andere Strecke anzusteuern. Das ist auch immer eine Option. Aber bisher. Okay, das hat mir einen Stern definitiv gegeben und dann auch gleichzeitig nochmal ein Leben obendrauf. Lass mich bitte noch einmal da reingehen. Und wir probieren einfach mal, das auf Geschwindigkeit zu machen. Die einzige Situation, die vielleicht noch eine Option wäre, wäre hier schneller zu sein. In der Hoffnung, dass mehr von den blauen Münzen spawnen. Aber lass mich mal ganz kurz hier einfach mal sehen. Willkommen auf der Rutschbahn der Prinzessin. Jeder darf mal rutschen. Hier befindet sich ein Stern, den Bowser nicht entdeckt hat. Bewege den S-Stick nach vorne, um zu beschleunigen. Wenn du sehr schnell bist, erhältst du den Stern. Ich war nicht wirklich schnell, würde ich mal behaupten.
Deswegen, ich mache jetzt einfach mal bewusst schnell R. Meine große Frage ist, ob man hier irgendwo abkürzen kann, gerade jetzt hier, wo es dann auf einmal frei ist. Aber vielleicht anders als bei der Rutsche in dem, ich nenne es jetzt mal Winterland, scheint es hier nicht viele Optionen zu geben, wo man tatsächlich abkürzen kann. Also, das Spiel hebt hervor, es wäre nur eine. Ich habe versucht, so ein bisschen schneller zu machen. Also, ich glaube dem jetzt einfach mal ganz kurz so. Und wir machen einfach weiter. Das ist eigentlich auch interessant zu beobachten, dadurch, dass wir nicht, oder trotz der Tatsache, dass wir uns nicht darauf konzentriert hatten, haben wir so viel bekommen. So, dann gucken wir doch mal ganz kurz, was ist, machen wir erstmal die offensichtliche Tür hier in der Mitte. Ohne den passenden Schlüssel bleibt dir dieser Weg versperrt. Okay, dadurch, dass wir aktuell auch überhaupt keinen Schlüssel gefunden haben. Das ist eine große Tür. Diese mystische Kraft, oder die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Wie viele davon brauchte ich davon? Okay, das ist der Bereich. Spielkamera, Steuerung, danke, Action. Lass mich mal kurz nochmal unten weiter gucken. So, wir haben hier. Oh, hi. Lässt du mich durch? Okay, du haust ab. So, dann haben wir hier den Bereich. Da kommen wir aktuell noch nicht durch, einfach weil uns auch dort vermutlich der Schlüssel fehlt. Okay, dann bleiben wir mal ganz kurz hier unten. Es ist ein bisschen interessant zu sehen, dass hier diese andere Art von Tür existiert. Oh, hi. Richtig, hier ist was. Ich meine, hier gibt es auch irgendeine Welt, die man ansteuern kann. Zwar irgendeiner von denen hat hier nämlich was versteckt, meines Erachtens. Genau der. Haha. Ich hatte es dann noch so halbwegs in Erinnerung. Big Boos Burg. Gehe auf Geisterjagd. Wer bin ich, Luigi? Oh wow, komm nur näher. Hehehe. Ha. Deswegen relativ ulkig, denn ich war mir bewusst, dass hier diese Welt ja ist, aber ich könnte euch nicht ansatzweise sagen können, was für eine Welt jetzt hier gerade auf Hallo direkt hier auf uns wartet. Könntest du bitte die auch kaputt machen? Irgendwie ist er zu doof, da scheinbar richtig drüber zu springen. Soll das nicht kaputt gemacht werden? Wow, wow. Wow. Okay, das gab immerhin Münzen. No, das war nicht die Idee. Das war die Idee. So. Erzähl mal. Wenn du im Kreis rennst, werden manche Gegner große Augen machen. Okay, merken. Hi. Moment, hier war der Witz, dass der einen anvisieren muss, richtig? Genau. Und jetzt. Vor allem, ich muss das nicht mal allzu sehr mitspielen, damit er das von mehr oder weniger alleine so hinbekommt. Oh, da ging es runter. Okay, das war jetzt nicht auf den ersten Blick. Au! Die Plattform, die einem das Gefühl geben soll, dass man da runterfällt. Bitte frag mich nicht, wo ich mich hier gerade hinbegebe. Ist das, was er sich hoch? No, ich kann da nicht hochklettern. Da komme ich rein. Hier geht's wild drumherum. Und das ist die andere Ecke, genau. Lass mich mal ganz kurz. Ich denn dürfte hier, glaube ich, nie mit der Kamera rumspielen. Ist hier unter Wasser irgendwas? Oh. Das Schöne ist aber, dass hier Wasser existiert. Also jeden Schaden, den ich nehme, kann ich durch Wasser wieder auffüllen. Oh, Baby. Okay, ich habe zwei Ausgänge. Lass mich mal den ganz kurz einmal sicherheitshalber anstellen. Genau, damit komme ich einfach nur auf der anderen Seite hier raus. So, was wollt ihr mir erzählen? Einer guckt nach links, einer guckt nach rechts. Der guckt wiederum nach links, der nach rechts. Soll man das irgendwas erzählen?
Deswegen, die beiden gucken sich gegenseitig an. Und ich kann theoretisch noch einen Sprungkick machen. Lass mal das probieren. Nee, hopp. Warum mache ich das nicht einfach im Rhythmus? Okay, einfacher gesagt als getan. Nope, nicht so. Ist irgendwas in der Mitte? Hat sich die Plattform gerade aufgehört zu drehen? Nee, das täuscht, weil man nicht die Ecke sieht. Mal wirklich sicherheitshalber. No. Klingt so ein bisschen doof, aber man sieht es sehr einfach. Entweder dagegen zu äumeln oder mit dem Tritt nicht dagegen zu treten. Ah, boy. Ja, Timing ist nicht einfach mal drin. Nope. Okay, diesmal hat er nicht den Kick eingesetzt, sondern den Sprung nach vorne. Da hat er zum Beispiel nicht verbunden. Ja, yep, da bin ich nur mit der Nase. Nope, nochmal bitte. Hier kann durchaus nicht sein, aber wenn das hier schon... Mario, wenn das hier schon existiert, geht man davon aus... Mario, what are you doing? Okay, Mario meint aus irgendeinem Grund jetzt mit der Kopfnuss zu arbeiten. Ja, also... Dadurch, dass ich hier nichts machen kann und auch nicht wirklich... Ich kann auch nicht First Person aus irgendeinem Grund. Also so vielleicht. Frag mich nicht. Aus irgendeinem Grund macht das hier alles nicht so mit, wie ich es mir wünsche. Also, hier könnte was sein, aber... Ich sah... Könnt euch einfach nicht sagen, was. Also, gehen wir wieder raus. Vielleicht kommt da später erst was, aber dadurch, dass wir ja hier nicht durch ein Gemälde gehüpft sind, das uns irgendwie... Okay. Ich meine, das war ja nur so ein Nebenabteil. Gucken wir uns mal hier in dem Hauptbereich um. Okay, ich höre die Gespenster. Hi. Oh boy, okay, das... wahrzunehmen, wo die tatsächlich sich befinden, nicht so einfach. Ich meine natürlich auch hier wieder, wenn ich die Möglichkeit haben sollte, dann sammle ich das natürlich hier alles schon so langsam ein bisschen mit ein. Oh, great. Okay, das war noch machbar. No, zu einfach. Die falsche Kombination, oder die Kombination falsch herumzudrücken. Nicht viel. So, wir haben einen von denen dort bekommen. Habt ihr nochmal irgendwas zu erzählen? Hey, pst, pass mal auf. Die Geister sind sehr schüchtern. Siehst du ihnen in die Augen, verschwinden sie. Drehst du ihnen allerdings den Rücken zu, werden sie wieder sichtbar. Attackiere sie von hinten, um sie zu besiegen. Im Horrorhaus solltest du den Mund geschlossen halten, damit deine Zähne nicht vor Angst klappern. Schon. Sure. In den blauen Blöcken befindet sich die fantastische Tarnkappe. Damit kannst du durch bestimmte Mauern gehen oder Geister erschrecken. Okay. Das sieht hier leicht merkwürdig aus. Soll das irgendwas sein? Noch einmal mit... Nope. Nachdem Mario da mehrmals gegen die Dinger geäumelt ist, okay. Auch hier sicher, aber kurz mal. Oh, hi. Okay, komm du nur her? Gibt's einen Grund, warum du nicht zu mir kommst? Mario, kein Scheiß. Okay, hier ist wirklich wichtig. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erleben. Oh boy, hier geht's sogar munter weiter. Okay. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Okay. Die haben wohl alle einen großen Bruder. So, der Sache traue ich nicht. Ja. Yep. Aber alles gut. So, das sieht aus, als würde es hier irgendwann die Möglichkeit geben, eine Treppe zu bekommen.
I do not trust you. Wow, soll ich da nicht hoch? Weil von hier sieht es nämlich aus wie eine Stelle, wo ich hochkommen soll. So, erzählen wir mal ganz kurz. Nope, das ist einfach nur... Mario. Okay, dann begeben wir uns an das... Ah, wow, wirklich? Okay, bin ich davon ausgegangen, dass es so viel Schaden mir machen würde? Ah, wow, okay, bye. Weiß nicht, ob ich dich besiegen kann, aber... Oh, great. Ich wurde von einem Stuhl besiegt. So, dann gucken wir uns mal hier so ein kleines bisschen um, was wir hier sonst noch so finden können. Mit dem richtigen Timing kannst du sehr hoch springen. Den Dreisprung kannst du ausführen, wenn du rennst und dreimal hintereinander springst. Genau, Wendsprünge sind eine effektive Methode, um hohe Stellen zu erreichen. Springe an eine Wand. Sobald du sie berührst, musst du erneut springen. Okay. Das haben wir schon so ein bisschen verstanden. So, hi, ihr folgt mir, um diese kleinen Bäumchen irgendwas zu erzählen. Noch nicht wirklich. Hier irgendwas Interessantes. Hey, pst, pass mal auf, sind sehr schüchtern. Ja, ja, okay. Hey, gleiche Text hier auch, damit man realisiert, wie man die besiegt. Drücke im Rennen, um einen Hechtsprung zu machen. B, oder komm mal auf die Füße zurück. Okay, whatever. So, ist hier noch irgendwas ansatzweise Interessantes, Relevantes? Get out of there. Deswegen ist es schön, die jetzt hier zu nicht mehr jetzt bekommen zu dürfen, yes. Und ihr nochmal, hi. Und Mario? Gehst du in die Hocke? Ja, okay. Rückwärtsseite, Weitsprung, yes. All die Movement Tag, die wir mittlerweile schon drauf haben. Okay, dann würde ich sagen, zu guter Letzt für heute. Gehen wir noch einmal da rein. Okay, auf die Geisterjagd. Wir werden einfach mal ganz kurz nicht uns auf irgendwelche Münzen konzentrieren. Denn jetzt müsste ich sie alle theoretisch wieder erneut sammeln. Das ist mir zu doof. So, gucken wir mal ganz kurz. Wir haben noch ein paar Türen, die wir bisher nicht geöffnet haben. Genau hier. Ist das irgendwas? Oh, wow, hi. Could you not? Ja, werde ich meinem großen Bruder erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie alle besiegen muss oder ähnliches. Okay, da kommen immer wieder neue raus. Vielleicht? No, hier waren einfach nur zwei von denen. Okay, dann lass mich mal ganz kurz hier rüber gehen. Einmal sicherheitshalber gucken. Kann ich das Ding irgendwie kaputt machen? Okay, da geht's auch theoretisch nochmal hoch. Ich behaupte mal, dass ich das nicht kaputt machen soll. Ah, es beruhigt sich sogar auf einen gewissen Punkt. Okay. Gut, gut. Ja, hätte vielleicht auf die andere Weise einfach rausgehen sollen. Soll ich die auch schon sammeln? Meine, in der Theorie müsste man das ja auch mal... Oh, hi, da oben ist noch ein weiterer. Obwohl es vermutlich nicht clever ist, denn es eine einfache oder eigene Mission gibt, wo man die sammeln soll. Ja, das ist schön doof von mir. Hi. Das jetzt zu machen. Hi, Auge. Yes, yes. Okay, man muss es gar nicht mal so lange machen. Ich habe zwei Umdrehungen und schon hat man das. Ist hier sonst irgendwas? Okay, hier ist gleich einfach eine Decke. Also man kommt schon fast das Gefühl, man soll hier... Was sehe ich hier eigentlich gerade genau? Okay. Ich kann natürlich versuchen, einfach mal allen Geistern so ein bisschen auf die Nase zu hauen. Wir gucken noch mal ganz kurz hier so ein kleines bisschen. Ob hier es irgendwas geben soll.
Geht's da vielleicht runter? Ich probiere mal da runter zu fallen. Ah, da jetzt einfach nur da runter. Okay. Dann lass mal ganz kurz hier gucken, ob sich irgendwas getan hat. Die gucken dorthin, die gucken dorthin, der guckt dorthin. Also hier ist vielleicht tatsächlich irgendwas los. Irgendwas, was man vielleicht machen kann. Dann vielleicht irgendwie, oh, da wo die Geister hingucken, gerade die beiden, die eben nicht ein Pärchen sind. Das sagen so, oh ja, da musst du rein oder rausgehen, aber das ist die falsche Richtung. Aber so wirklich sicher bin ich mir nicht. Vielleicht ist es wirklich einfach nur ein Bereich, wo man sagt, hey, wenn du jetzt da runtergefallen bist, hier landest du. Mein Beileid. Das war nicht die Idee. Okay, wenn wir dann natürlich eh schon mal hier sind. Okay, ist natürlich sehr schön, dass das Ding hier unten auf mich wartet. Und hier unten irgendwas noch? Nope. So, Auge wartet definitiv auf uns. Und mehr weiß ich jetzt. Oh, wow, hi. Das hätte ich jetzt bei einem Auge nicht erwartet. Auge ist immer ganz gerne mit Laser verbunden. Okay, wenn wir dann hier schon mal sind, gehen wir hin und verhauen auch nochmal die hier. Na gut. So, war hier draußen, hier vorne, da war eine Kiste. Und diese Kiste war immerhin auch nochmal mit Sachen verbunden. Also Münzen. Ja, fast 50%. Machen wir das kurz hier in der Ecke. Aha. Ja, auch hier natürlich, wenn man so ein bisschen überlegt, wo könnten die restlichen noch sein. Das kann natürlich auch wieder mit irgendwelchen Bereichen verbunden sein, die man hätte jetzt... Oh, hier ist nochmal eine Tür, gut zu wissen. Gucken wir da auch gleich nochmal rein. Oh, interessant, ich bin einfach in die Reihen hier gesprungen. Der Hechtsprung ist also auch eine Option. Gut zu wissen. Macht es nämlich bei weitem angenehmer. Sehr gut. Nintendo 64 Coins. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Soll hier was sein? Das ist die andere Seite von der Bu-Sache. Ist sonst hier überhaupt... Oh, Moment, hier ist noch was angezeigt. Also so hundertprozentig scheint es dann doch nicht der Fall zu sein. Deswegen, man sieht halt das Bild, man fragt sich halt, soll das irgendwas hiermit so zu tun haben, dass man halt oben auch irgendwie geduckt sein, in der Hoffnung, dass das zu irgendwas führt. Alles noch nicht ganz klar. Dann lass uns mal reingehen, wir haben definitiv noch ein paar Bereiche, die wir noch nicht... Mario... die wir noch nicht besucht hatten. Ich gehe auch nicht davon aus, dass man da mit Movement Tag irgendwie einfacher hochkommt. Achso, das ist schon der Bereich. Hier war jetzt nochmal der eine Kollege. Genau. Oh, die Münzen geben mir auch nochmal welche, richtig. Was zum Kuckuck muss ich jetzt hier noch machen? Ah, guten Tag. So. Oh, der überlebt mehrere Angriffe. Alright. Ich behaupte mal, das kriegen wir hin. Ha, und es gibt mir jetzt bereits den Stern. Okay, und jetzt muss ich herausfinden. Ha. So würde ich da hochkommen. Okay, wir sind natürlich so clever und machen das jetzt ganz bewusst noch nicht. Was ist das für einer? Soll ich da irgendwie hingucken?
No, okay.